Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eines neuen PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ich werde ja schnell noch eine Runde drehen im Rasenmäher, aber wie wir gestern ja gesehen haben, wir müssen uns ja zwingend um den Trecker kümmern, der voll wird. Die Sämaschine wollten wir auch umsetzen. Wir werden hier bloß noch ein Stück runterfahren, da ist das nämlich komplett zappig. Ich denke mal, bis dahin wird die Meldung dann schon kommen, dass die Sämaschine komplett voll ist. Die Sämaschine, dass der Drescher komplett voll ist. Ja, jetzt ist der Drescher komplett voll. Aber die Bahn ein bisschen runter machen wir noch. Rechts haben wir schon sowas mit dazu. Irgendwas hat er sich dort auch gestört. Wenn wir einmal hier sind. Ja, dann werden wir unseren Grünhänger nehmen. Passt ja mehr rein. Und dann für die Berge. Könnte man ja fast unsere Grünhänger verkaufen, aber hatten wir ja schon mal überlegt. Theoretisch, um jetzt richtig zu fahren, wenn ich querfeld ein, müssen wir vorne rechts rum. Dann irgendwie die Straße hoch. Und die Straße müsste echt irgendwo zu sehen sein, die Straße. Also nicht das rechts, sondern links rum, mein Kontrolle mit mir. Sämaschine hier. Werden wir nochmal über den Hof fahren, nochmal genauer erzählen, wie gesagt, gut. Jetzt nicht ausklappen. Dann auf das Feld 1 so hinten, ich denke mal, werden wir Hafer machen. Und aktuell haben wir immer noch Gerste drin, Gerste steigt der Preis. Dürfen wir nicht verpassen. Hafer ist auch steigender Preis, aber bevor wir den abhaben, wird er wieder gefallen sein. Thank you.
Beispiel, hier hat man aber gesagt, hier werden wir vorne dieser Seite im Vorgelände machen. Aber dann sind wir auf zwei. Jetzt gucken wir. Zweites Vorgelände werden wir noch machen. Ja, wir wollten ja Hafer machen, ne? Optik doch mal hervorragend. Nicht zusammenklappen. Natürlich ein bisschen überlappen, nicht dass da so ein Streifen Raps dazwischen bleibt sonst. Also sollte das reichen. Was wir natürlich auch nicht gemacht haben, ist die Ecke, die wir umgefüllt hatten, durch das Kalkbrot. Ich denke mal, das wird nicht so entscheidend sein. Fahren wir am besten hier oben hoch, da erwischen wir ja auch noch was von der flachen Ecke, da müssen wir vor allem hoch können. Die Bäume können wir ja nicht wegmachen, das haben wir ja schon mal probiert. Frage.
Pressure kontrollieren, weil jetzt drin ist. Wir werden Helfer losgeschickt haben. So, dann kann er ja weitermachen. Ja, 9000 sind das drin, 64%. Dann können wir hier noch eine Runde mähen. Ich meine, wenn wir das ja alles um das Silo haben, werden wir das zudecken, egal wie viel es ist. Tempomat rein, dann geht's los. Vielleicht sollten wir erst was wegsammeln, dann können wir ja besser mal wenden. Auch wenn wir jetzt hier nicht jeden Film krass erwischen. Das ist nicht so schlimm. Fahren wir ja noch Barbe an den Kreisen, das ist gut. Wir sind schon bei 80%. Werde hoch oder runter? Ab hoch. Sollten wir doch nochmal rüber switchen in Bunkern. Da können wir besser nebenher fahren. Genau, jetzt ist unsere Flasche schon wieder ganz voll. Eigentlich wollten wir ja nicht abbunkern. Also so vertieft und heiß gefahren. Ich meine, steht der hoch zu oder runter zu? Steht hoch zu, so wie es aussieht. Solange muss ich noch kurz warten, ein bisschen, das mehr wir noch hier die Runde. Das bleibt sowieso dann liegen.
Wir müssen zweimal ringsum Vorgewände machen, dass wir dann besser enden können. Jetzt geht es in Kreisgefahr. Stellen wir es mal hin, das muss ja alles sauber gemacht werden. Können wir uns mal noch um Taschen kümmern? Ach ja, doch so rum. Brauchen wir den. Ja, das ganze Feld denkt, kann man nicht. Aber jetzt immer voll. Richtig drin schon. Aber das, denke ich mal, können wir uns dann heute noch zweite Folge angucken. Gibt ja zweite Folge. Zwischendurch schon mal ab. Ach, erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.